da, ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder und man mag es ja kaum glauben, unser Eskilstur hat gewonnen. 2:1 in Hartberg, es war so hinten heraus doch ein ziemlicher Thriller, muss man wirklich sagen. Also das Spiel war spannender als gedacht, von meiner Warte aus. Und ja, die Blackies haben zumindest, kann man sagen, Moral bewiesen. Man hat schon brav gekämpft, man hat es probiert und ist am Schluss sogar, wenn auch dank einer individuellen Leistung, auch dann noch belohnt worden. Aber gehen wir das Ganze halbwegs chronologisch durch. Die Anfangsphase, die gehörte eigentlich den Hartbergern. Also die haben schon zu Beginn ziemlich gedrückt. Die spielten mit Tempo schnell in die Spitze. Da waren unsere Jungs vielleicht doch ein Tick überfordert. Man hatte auch gleich mal die erste gute Möglichkeit auf Hartberg-Seite. Die trafen nach einer Ecke nur Aluminium. Der junge Geierhofer, der ja unter anderem für den gesperrten Spendlhofer und Donkor in die Startelf gerückt war, später allerdings verletzt leider ausgewechselt werden musste, klärt die Ecke leider etwas zu kurz vor die Füße von Tobias Kainz, ebenfalls ein Ex-Blackie, und der zieht halt beim 16er ab und haut den rein. Ja, da könnte man jetzt sagen, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt einfach nicht. Also Kainz steht natürlich vollkommen alleine und macht den dann technisch auch ganz sauber aus der zweiten Reihe und trifft ihn zur frühen Führung für die Hartberger und den dementsprechenden Rückstand für unsere Blackies. Man muss auch sagen, Hartberg war dann auch nach dem ersten Tor doch weiter das eher spielbestimmende Team noch. Also man hatte dann, ich glaube, 2 Minuten später durch Reiko Repp, der ebenfalls aus der zweiten Reihe abzieht, die nächste Möglichkeit, der trifft da auch nur Aluminium, also da hat der Kasten von Siebenhandel durchaus schon geklingelt. Also von Sturm gab es jetzt offensiv sehr, sehr wenig. Der Dreh- und Angelpunkt generell im Spiel der Grazer, das gleich mal vorweggenommen, etwas überraschend für mich war tatsächlich Christoph Leitke. Der war nicht nur in der Startelf, der hat zum einen durchgespielt und der hat eine wirklich ordentliche Leistung gebracht. So sehr, der auch von mir kritisiert wurde in den letzten Wochen und Monaten, so muss ich da auch an der Stelle sagen, Chapeau, der hat seine Leistung gebracht, der hat sich zusammengerissen, hat das Spiel an sich gerissen, hat schon auch immer wieder versucht, den Mitspieler in Szene zu setzen, und genau so stellt man sich das vor, wie man ihn ja auch noch aus Salzburger Tagen kennt. Und ja, da muss man schon sagen, in diesem Spiel war Leitgeb auf jeden Fall eine der wichtigsten, wenn nicht sogar fast, aber nur fast, der wichtigste Akteur auf dem Feld beim SK Sturm. Auf jeden Fall, ja, während dem ersten Durchgang geht vielleicht Hartberg so ein bisschen das Tempo aus. Von Sturm kommt offensiv, also man probiert es zwar, es kommt aber lange gar nichts dabei raus. Ein Kopfbällchen von Geierhofer, der dem freistehenden Friesenbichler den Ball wegnimmt, unbeabsichtigt natürlich, war lange Zeit das Gefährlichste im ersten Durchgang. Erst knapp vor der Pause wurde es dann doch wieder ein bisschen interessant. Zunächst ein Jäger, der eben für den verletzten Geierhofer ins Spiel gekommen war, grätscht bei einem Pass der Hartberger dazwischen. Seine Grätsche wird quasi zum Laufpass für Despotov. Der ist komplett allein, zieht allein aufs Tor von Svete, spielt, umkurvt diesen, also spielt diesen aus, kann man sagen, und dann trifft er das leere Tor nicht, Außennetz. F zu dem Ack. Ja, wenig später dann aber wieder Despotov mit einer guten Möglichkeit, wird von Hierländer angespielt, über die linke Seite dribbelt er sich durch an, glaube ich, 2 Gegenspielern vorbei und trifft dann wieder nur das gottverdammte Außennetz. Das, ja, waren dann die besten Chancen meiner Ansicht nach im ersten Durchgang in der ersten Halbzeit der Blackies. Im zweiten Durchgang dann Sturm, aber schon ein bisschen, ja, anders aus der Kabine. Da hat man schon gemerkt, okay, die haben Blut geleckt, die wollten, und genau das wollte man sehen. Man hat spielerisch trotzdem in der Offensive sehr wenig im Großen und Ganzen, finde ich, ja, doch auch zustande gebracht. Also man hat sich sehr oft schwer getan, den letzten Pass da anzubringen, aber der Wille war da. Und auch wenn man es nicht immer konkret umsetzen konnte, das war schon eine Leistung, mit der man was anfangen kann als Fan, finde ich persönlich. Man hat nach der Pause durch Kitaisch wieder eine gute Möglichkeit. Despotov, der Pech im Abschluss hat, der zum wiederholten Male nur daneben trifft. Diesmal war es, glaube ich, nicht das Außennetz. Und dann gab es noch einen Kopfball von Hierländer, der auch scharf am Hartberger Kasten vorbeigerollt ist. Also da war Sturm schon deutlich das offensivere Team. Man hat von Hartberg nichts mehr gesehen. Die Blackies waren dann wirklich dominant. Aber das Tor, das ist es halt immer wieder gewesen. Das Gott, ja,
verdammte Tor. Das wollte einfach nicht fallen und wäre dann fast auf der Gegenseite dann passiert, denn ja, nach einem Fehler bei den Blackies ist es auf einmal Dosu, der alleine auf das Tor von Siebenhandel zurennt und auch sein Abschluss hauchdünn vorbei am Grazer Kasten. Also das Spiel stand da so ein bisschen auf Messerschneide. Sturm hätte sich zu dem Zeitpunkt den Ausgleich auf jeden Fall verdient gehabt. Der ist dann Gott sei Dank tatsächlich auch noch gekommen, aber eigentlich schon in den letzten Minuten, wo man in Wirklichkeit schon gerechnet hat, okay, wenn jetzt nicht bald was passiert, dann wird das Ganze, auch wenn man vielleicht die bessere Mannschaft war, wieder mal verloren. Dann gab es aber Freistoß und dann kam Kirill Despotov, sowieso in der Offensive jetzt der auffälligste Akteur, hat immer wieder alles versucht, sehr, sehr unglücklich einfach auch gewesen, aber immer bemüht und immer wieder. Da gab es übrigens einen Lattenschuss, glaube ich, auch noch bei unseren Blackies, wenn ich mich da nicht vertue, aber auf jeden Fall. Kirill Despotov, knapp vorm 16er, steht zum Freistoß bereit und dann, bumm, drinnen ist er. 85. Minute, es wette bei diesem Tor keine Abwehrchance, würde ich sagen. Der war einfach gut geschossen und das ist diese individuelle Qualität eines Kirill Despotov. Deswegen, ja, sollte man den auch spielen lassen. Für solche Szenen ist er halt auch immer gut, auch wenn er vorher 300-400%ige versemmelt. Aber der war richtig schön und das ganz, ganz wichtige 1:1 zu diesem Zeitpunkt. Nur 3 Minuten später, wieder Freistoß, sehr ähnliche Position bei den Blackies, wieder tritt Kirill Despotov den an und wieder ist er drin. Diesmal mit bisschen Mithilfe vom Hartberg-Goalie von Svete, der sieht da unglücklich aus, weil der Ball da nochmal aufkommt, aber kann uns in diesem Fall wirklich komplett Hugo egal sein. 2:1 für Sturm in der 88. Minute, auch wenn die Hartberger selber ihrerseits durch einen Freistoß in den letzten Minuten noch eine gute Möglichkeit haben. Der Freistoß geht aber viel zu zentral auf den Kasten von Siebenhandel, der den Ball wegfaustet. Das Spiel wird eben dann gewonnen, auch wenn es mit Zittern war, auch wenn man es vielleicht in der Schlussphase gar nicht mehr so erwartet hätte, aber unterm Strich verdient, man hat Moral bewiesen. Und es ist auf jeden Fall eine wichtige Wiedergutmachung für die unterirdisch schwachen letzten katastrophalen Leistungen. Also das hat doch ein bisschen nach Bundesliga ausgesehen, spielerisch natürlich ausbaufähig, aber ja, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut, wie man so schön sagt. Also von dem die Leistung, okay, man hat auch die persönliche Ehre gerettet und tatsächlich in der Tabelle an Hartberg nochmal angeschlossen. Man ist jetzt gar nicht mehr, ich glaube, 4 Punkte nur mehr hinter dem LASK tatsächlich, die ihrerseits bei Rapid verloren haben. Also sogar Platz 3 ist noch drin. Aber das ist alles schon wieder zu viel Träumerei. Wichtig ist, jetzt kommt der LASK zweimal. Oder es geht zweimal gegen den LASK. Wichtig ist jetzt diese Leistung konservieren, im nächsten Spiel wieder alles raushauen, denn dann hat man die Möglichkeit, was zu holen. Wenn man das nicht schafft, dann vergesst es. Vielleicht noch ganz kurz eben, dass da Andreas Schickler ja schon gemeint hat, okay, der große Umbruch wird jetzt nicht sofort kommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, damit ist gemeint, bis zum Saisonende wird ja jetzt mal nichts Gröberes umgebaut. Ich würde es trotzdem begrüßen, wenn man den ein oder anderen Jungen mehr einsetzt, soweit das möglich ist. Bei Geierhofer war es mal ein wichtiger Schritt, auch wenn notgedrungen logischerweise. Und auch Nicola El Maestro auf der Trainerbank, der Bruder von Nestor El Maestro, der ja gesperrt ist nach wie vor. Das war eigentlich auch ja ganz amüsant dazu zu sehen. Auf jeden Fall ja, kann man diesmal, glaube ich, ganz zufrieden sein. Die Blackies haben gewonnen. Und jetzt heißt es natürlich weitermachen, weiter Gas geben und hoffen, dass man wenigstens sportlich noch irgendwie was reißen kann in den nächsten Wochen. Also, von dem her, bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, reif Salzburschen, weiter so, ja nicht nachlassen. Und bis dann. Ciao, ciao.